Hallo und herzlich willkommen zurück zur 7 Days to Die. Und ich flüstere hier, weil es hier irgendwie ziemlich dunkel geworden ist in dieses Gebäude. Und die Zombies sollen uns nicht hören. Aber ich höre die Zombies. Ja, auf jeden Fall sind wir hier das letzte Mal stehen geblieben. Und ja, in diesem Supermarkt. Und ich wollte noch geschwind was sagen, bevor wir hier rausgehen und weiterziehen, denn es ist noch ziemlich früh, wir können noch ein bisschen weiterziehen. Auf jeden Fall wollte ich schön sagen, dass das wahrscheinlich das einzige Video für heute kommt, denn heute kommt noch meine Lieblingsserie und ich wollte bis dahin, ja, dass mein PC aus ist. Aber auf jeden Fall wollte ich auch noch schön sagen, dass ich das vielleicht so mache, dass, dass das Let's Play beendet wird, sobald ich tot bin, und da wird gerade C-Cleaner Hinweis angezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall wollte ich euch schon sagen, dass ja, sobald ich sterbe, dass vielleicht das Let's Play dann beendet wird. Ich weiß noch nicht, das steht noch nicht hundertprozentig fest. Aber damit ich dann mehr Motivation zum Überleben habe. Denn manchmal habe ich so gar keine Motivation. Und mir ist manchmal, vor allem wenn ich am Anfang bin, noch am Anfang ist es mir auch scheißegal, wenn ich sterbe. Wie? Und wieso ist es so dunkel? Das macht mich gerade ein bisschen nervös. Da hinten sind überall Zombies. Ja, so werde ich es dann vielleicht machen. Vor allem nervt es mich auch an diesem Spiel, dass man hier voll wenig Überlebensmotivation hat. Denn manchmal ist es mir scheißegal, ob ich sterbe, vor allem wenn ich noch am Anfang bin. So, und kamen wir von der Brücke? Ich glaube, oder? Das werden wir sehen, wenn da ein Loch irgendwo ist. Ja. Oder? Oh, da ist irgendein Tier. Es ist ein Bär. Ich glaube, es ist ein Bär. Und wo kamen wir? Jetzt können wir ja schauen. Okay, nein, da waren wir noch nicht. Wurden wir von irgendeinem Zombie gesehen? Nein. Hui. Da hinten ist aber ein Zombie. Okay, wir wurden aber noch nicht entdeckt. So, da haben wir noch nicht erkundet. Nein. Das finde ich cool, dass man die Karte selbst freischalten muss. Ja, aber wie schon gesagt, das mit dem Motivation. Man hat keine gute Überlebensmotivation, denn man verliert ja nichts, wenn man stirbt, außer sein Zeug. Aber am Anfang ist es scheißegal, ob man stirbt, weil ja, als ich das noch gespielt habe, ohne aufzunehmen, da habe ich dann einfach, in die Städte gerannt, in die Häuser rein, habe ein paar Zombies umgekloppt. Und ja, das war, in echt würde man das nicht machen, weil ich will, dass ein Zombie-Spiel so realistisch wie möglich gehalten wird. Zum Beispiel, ja, weil ich will auch öfters versuchen, mich in die Häuser reinzuschleichen, weil mit den Steinen kann man die von irgendwelchen Orten weglocken, wenn man halt noch nicht entdeckt wurde von den Zombies. Und ja, denn ich finde es nicht so schlimm, wenn man die Sachen verliert, die kann man ja in dem Spiel sowieso wiederholen. Deswegen, also meiner Meinung nach wär's bis jetzt das, was mir jetzt momentan am besten einfällt, wäre, dass man dann, wenn man einmal stirbt, eine Woche nicht spielen kann, weil dass man dann nie wieder spielen kann, das wäre ja schon ein bisschen zu hart, denn dann ist es rausgeschmissenes Geld. Aber es fände ich schon viel besser, wenn man dann eine Woche mindestens nicht mehr spielen kann. Das ist dann schon genug Überlebensmotivation, finde ich. Denn ja, wie schon gesagt, das mit der Überlebensmotivation, aber das ist nur, aber hier an diesem Spiel finde ich, irgendwie ist es am meisten mir egal, ob ich sterbe. DayZ, da ist mir nicht ganz so egal, aber schon auch. Ja. Hallo, was war das gerade? Ja, vor allem bei Infestation Survivor Stories, da war das ja mal so, da ist es so, dass wenn man einmal stirbt, dass man dann 2 Minuten oder eine Stunde, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange es war, aber es war nicht sehr lange, konnte man mit der Figur nicht spielen, aber man konnte sich einfach eine neue Charakter erstellen, dann mit dem spielen. Das war dann, ja, nicht so toll. Aber gut, da hinten ist ein Zombie und hier haben wir eine Stadt, eine kleine Städtlein. So. Aber ich finde es sehr geil an diesem Spiel, dass man da, wenn man geduckt ist, da erkennen kann, ob man entdeckt wurde. Denn dann können die Zombies einen nicht von hinten erschrecken. So, und es ist gleich schon abends. Und hier, finde ich gut, könnten wir irgendwo ein Lager aufschlagen oder halt über die Nacht bleiben. Wobei ich dann vielleicht die Nacht wegschneiden werde, ich weiß es nicht. Denn schon ein bisschen langweilig. Und ich hasse es, wenn die scheiß Türen verschlossen sind. Da hinten ist, glaube ich, ein Zombie. Ja.
Gut, ja, es ist immer noch Tag 1. Und ich hoffe, ich schaffe es lange zu überleben. Aber wie gesagt, das steht noch nicht ganz fest, ob ich das Let's Play dann beende, sobald ich tot bin. Denn es kann sein, dass ich jetzt jeden Moment sterbe. Und es dann doch etwas wenig. Aber ich werde es vielleicht so machen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Denn dann habe ich auch mehr Überlebensmotivation. So, jetzt bitte lass mich von vorne rein, ohne Witz. Scheiß Tür ist verschlossen. Wie soll ich da denn? Ich könnte jetzt natürlich. Ja, gut, ich könnte jetzt ein Fenster einschlagen, das verbarrikadiert ist. Aber hier nicht. Doch. Komplett verbarrikadiert. Mann, wieso kann ich hier nicht durch? Nervt mich. Das macht mich sauer, Mensch. Mano. Ja. Haben hier ein paar Briefe. Post checken. Okay, nein, Mailbox. Da stand Mailbox. Das Auto ist ja ziemlich am Arsch. Da ist ein Zombie, bitte seh mich nicht. Gut. Der hat uns nicht entdeckt. Hey Mann, ich will nicht dieses scheiß Haus. Das regt mich gerade ziemlich sehr auf. Aber gut. Es macht irgendwie gerade ein bisschen Spaß, hier rumzuschleichen. Hui. Gut, hier ist es offen. Wieso sehe ich nichts zur Hölle? Habe ich eine Taschenlampe? Nein, wieso sehe ich nichts? Und ich mach mal die Helligkeit höher. Aktionen, Video. Fight of Weird. Das ist die Sehdistanz. Distanz oder wie es. Ja, aber ich möchte gerne die Helligkeit. Wieso kann ich die Helligkeit nicht? Kann ich wahrscheinlich jetzt hier im Spiel nicht. Denn es ist gerade ziemlich dunkel hier drin. Vielleicht liegt es auch. Oh, ich wollte. Geil! Das ist ja geil. Kann ich die Tür zu. Oh, okay, die Tür haben wir zugemacht. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Zombie drin, denn ich sehe nichts. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Dinger zu sind. Das wird gerade dunkel, kann das sein? Das ist auch schon 17 Uhr. Oh, ich kann es wegmachen. Nein. Okay. Ich hoffe, es hat niemand gehört. Aber ja, ich sehe nichts. Aber hier ist auch niemand drin. Kann ich hier irgendwo. Alter, ich sehe gar nichts. Ihr seht wahrscheinlich noch weniger. Das tut mir leid, wenn ihr jetzt nicht so viel seht. Ich bleib hier dann einfach mal über die Nacht. Ich. Wow, ich habe ja schon ziemlich viel. Gut, hier haben wir eine Schrotflinte, die uns sehr nützlich sein kann. Zack. Wieso hab ich ein Buch? Oh Mann. Ein neues Rezept. Puh, ja. Wir haben ein Rezept für, wie man eine Schrotflinte baut. Und ein Rezept, wie man Patronen für die Schrotflinte baut. Oh ja, zu früh gefreut. Das kenne ich ja noch gar nicht, dass man hier Rezepte finden kann. Werde ich auch mal gleich beim Crafting schauen, So, wo ist das Zeug? Wappen. Wappen. Kein Wappen, sondern Waffen. Okay. Bone Schiff. Ja. Können wir davon noch. Haben wir überhaupt noch ein Ding? Ein Knochenteil? Nein, keines Craften. Nein, wir haben kein Knochen leider. Arrow, hier sind Pfeile. Wo ist denn die Schrotflinte, du? Die Schrotflinte. Da ist Shotgun. Das ist eine Shotgun, keine Schrotflinte. Uns fehlt noch ein Teil. Eine Taschenlampe. Kann ich es auch einfach so schon craften ohne die Taschenlampe? Brauchen wir jetzt wirklich eine Taschenlampe? Oder habe ich überhaupt alle Teile? Nö, ich glaube, ich habe nicht mal alle Teile da. Ja, ich habe die doch nicht, die Teile. Ja, schade. Können wir also noch keine Schrotflinte machen? Ich habe mich schon gefreut. Wir haben eine Schrotflinte. Was zur Hölle? Da ist barrikadiert. Ich würde da ja aber schon gerne durch. Wieso ist da barrikadiert? Es ist laut, wenn ich da drauf klopp. Ich würde gerne die Küche durchsuchen. Also dunkel. Am besten würde ich mich in der Dunkelheit auf irgendein Dach rumtreiben. Das ist am sichersten.
Wo habe ich gerade draufgeschlagen? Das klang nicht wie Holz. Denn ich sehe nichts. Aber ich finde auch, wir haben viel zu wenig Leben. Wir können sehr schnell sterben. Was mir nicht so toll gefällt. Was will ich jetzt da drauf? Okay, das klang für mich ziemlich laut. Ich warte einfach hier, bis es heller wird. Ich habe keinen Bock, wenn es dunkel ist, von Zombies angegriffen zu werden. Ah, hier geht's noch hoch. Weh, hier sind Zombies. Dann krieg ich ein Kind. Dann ist bei mir vorbei. Gut. Mann, wieso ist es so dunkel in den Häusern gerade? Verschlossen und die Tür ist auch ziemlich he. Die da auch. Oder? Ist das auch... Nein, das ist barrikadiert. Das ist keine Tür. Ich rede gerade irgendwie ein bisschen leiser, glaube ich. Hört sich für mich so an, weil... Ja, weil ich von den Zombies irgendwie nicht gehört werden will. Vielleicht, wenn ich rede, hören die uns ja. Man weiß es ja nie. Können wir irgendwie aufs Dach? Ich habe da draußen irgendwo Schritte gehört. Ich will mich hier hinten einfach verkriechen und warten, bis es Tag wird. Nö, ohne Witz, ich warte jetzt einfach hier, bis es hell wird. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich bringe keine 10 Pferde weg von hier. Ich habe was gehört. Aber das Spiel macht mir gerade irgendwie Angst. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen Angst. Also, wieso ist es hier so dunkel? Das nervt mich gerade. Ich würde eigentlich gerne hier kaputt machen. Die Tür, aber... Oh, das da ist ja keine Tür. Die Tür da hinten würde ich gerne kaputt machen. Ich habe Angst, dass sie irgendwelche Zombies hören. Puh, kann die Zeit mal schneller umgehen, Mensch. Was haben wir da eigentlich? Also wir haben... Infektionsstage 1. Also Infektionsstufe 1 haben wir. Also wir haben, ja, wir sind infiziert und brauchen Antibiotika, um uns zu heilen. Headlight haben wir. Können wir das an unser Charakter machen oder sowas? Weil das Headlight heißt ja Kopflicht. Wir sind immer noch nackig. Mal was zu anziehen. Aber nein, das können wir da irgendwie nicht. Ah, oder können wir es hier irgendwo? Nein. Ah, und hier habe ich auch gesehen, können wir uns, glaube ich, verbessern. Kann das sein? Nein, ich glaube doch nicht. Aber gut. Ja, und was sind wir eigentlich noch? Healing. Okay, das verstehe ich nicht ganz, was das heißt. Aber gut. Ich hoffe, ein Zombie hat nur ein Tier gesehen. Okay, ich sollte aufhören, den Rucksack auf und zu machen, denn das davon könnt ihr, das könnt ihr auch hören. Gut, was wollte ich eigentlich noch schauen? Ich will mal schön schauen. Zack. Können wir dann irgendwie Licht machen? Nö. Funktioniert doch nicht. Schade. Es wird dunkel. Ich habe echt keinen Bock hier zu warten. Aber gut, was will man denn dagegen machen? So. Ja, so einfach geht's. Ah, warte mal. Also ein Bett aufheben. Wo ist das? Zack.
Wenn ich das jetzt dahin lege, dann müsste das eigentlich jetzt unser Schlafplatz sozusagen sein. Aber schlafen können wir nicht. Das finde ich noch blöd. Aber wenn wir das da jetzt... Hallo, ich möchte dich da eigentlich ja gerne... Nein, was machst du? So, ich möchte dich da jetzt... hinplatzieren. So, das ist... Ah ja, das ist jetzt als unser Haus... Also unser Lagerhaus, da wo wir halt schlafen und sowas angelegt, obwohl wir nicht schlafen können. Aber weil das können wir jetzt immer leichter finden. Das ist jetzt wahrscheinlich auch auf der Karte markiert. Ja, das ist jetzt so ein Haussymbol. Ich will jetzt erstmal hier durchsuchen. Ein paar leere Flaschen. Immer nützlich. Nehmen wir meine Axt und schau erstmal. Ja, wir können aufs Dach. Sehr gut. Oh mein Gott. Die, ja, ich habe ganz vergessen. Es gibt ja auch noch. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Ich habe zumindest länger keine mehr gesehen. Okay, ich habe das Spiel auch länger nicht mehr gespielt, aber ich habe mal ein paar Let's Plays angeschaut. Davon habe ich wieder Bock von dem auf dem Spiel bekommen, deswegen habe ich das Let's Play wieder gestartet. Alter, was ist das? Wo sind wir da? Aber auf jeden Fall habe ich ja Let's Play angeschaut und da habe ich die auch nicht mehr gesehen. Es gibt ja solche Wespen oder Bienen. Oh, es geht zum Dachboden rauf. Da können die uns nicht angreifen. Ja, es gibt solche Wespen-Zombies oder Bienen-Zombies. Mann, Alter, ich habe richtig Angst, dass hier irgendwo ein Zombie ist. Vor allem, ich sehe hier nichts. Nada. Kann ich nicht irgendwo... irgendwie eine Fackel machen? Gravel kann ich machen. Kornmehl. Mehl kann ich machen. Aber eine Torch. Kann ich Sticks machen? Nein, ich habe ja kein Holz. So? Nein, ich habe kein Holz. Ich wollte schon... ob ich Torch... dafür brauche ich... diese... ja, Kleiderfragmenten... Sticks und... was soll das? Das Tallow. Was ist Tallow? Ja, ich habe keine Ahnung. Da gibt es noch eine Art von Torch. Von Torch, die kann ich mit Lamp of Coal machen, Stick und... nichts. Ich dachte gerade, es wäre noch was, aber es ist nur ein Fleck. Nur ein Fleck in unserer Tasche. Okay, ist auch kein Zombie. Ah ja, der Sonnenuntergang sieht schön aus. Obwohl wir es hier nicht richtig zu Gesicht bekommen. Wir sehen nur die roten, orangene Farben. Aber sieht schon ziemlich cool aus. Man's, ja, die Zombies können, glaube ich, auch Leiter klettern. Das nervt mich auch sehr. Weil wann können Zombies das? Das muss auch noch geändert werden. Aber finde ich auch schon cool gemacht, dass die Zombies leider klettern können, denn dann ist man wirklich eigentlich nirgends sicher. Ah, da ist eine Tasche. Oder da ist es... Nein, das ist keine Tasche. Weil das sind zwei Sachen. Nein. Irgendwas, das nichts drin ist. Schade. Schokolade. Kann ich das nicht irgendwie anmachen? Oder was ist das überhaupt? Das ist irgendein Licht... keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Puh, aber daraus kann ich nicht irgendwas machen. Daraus kann ich Scrap Iron machen. Okay. Ja, das ist ja super. Das sieht aber nicht so aus, als ob daraus man das da machen kann. Das ist irgendwie... ja. Ist egal. Gut. Jetzt haben wir Scrap Iron. Können wir damit noch irgendwas machen? Nochmal Scrap Iron. Super. Aber gut, ich schau mal, ob wir damit irgendwo was machen können. Beim Feuer können wir damit nichts machen. Was war das für ein Geräusch? ja. Miep. 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 Mhm. Hui. Das ist ja schön. Sehr schön.
Hui, sieht schön aus. Ich habe irgendwie jetzt Angst, dass plötzlich ein Zombie hochkommt. Das ist aber nicht so fresh. Da hinten sehe ich was. Kann es sein? Ja, da ist was. Hui, ein paar Duke's Casino Chips. Nehmen wir einfach alles mit. Es wird gerade dunkel. Das ist nicht so gut. Hui, ja. Und was macht ihr heute sonst noch so? Also ich will am liebsten die Dunkelheit überspringen. Das finde ich sehr blöd gemacht, dass man hier nicht schlafen kann. Was ist das für eine Musik? Ohne Witz, ich schwitze gerade mega. Das ist so eine Wespe. Oder? Die summt. Das ist so eine Wespe. Okay. Ja, ich würde sagen, ich beende hier erst einmal die Folge. Ja, tut mir leid, dass die so, ja, etwas langweilig war. Aber ja, in der nächsten Folge machen wir dann den Rest von der Nacht durch und warten hier. Oder vielleicht warte ich auch alleine in der Nacht und nehme dann die nächste Folge im Hellen wieder auf. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich beende hier erst einmal die Folge. Tut mir leid, dass die so, ja, langweilig war und nicht so viel passiert ist. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ich sehe nichts mehr, rein gar nichts. Über eine positive Bewertung, Abo und Kommentar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Panda. Dann ciao.